kann großen Geräten rumschrauben, programmieren und kalibrieren. Das sind nur ein paar der Aufgaben, die ein Land- und Baumaschinenmechatroniker erledigt. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH kümmert sich seit fast 70 Jahren um den Vertrieb und Service der Baumaschinen von Caterpillar, dem weltweit führenden Baumaschinenhersteller. Das macht eine Ausbildung bei Zeppelin zu einem echten Kindheitstraum. Jedes Kind kennt Cut. Auf jeder Baustelle sieht man irgendwo einen Cut-Bagger. Ich glaube, das schlägt schon das Herz dafür, wenn man sagt, man arbeitet jetzt für Cut und nicht für einen anderen Baumaschinenhersteller. Das ist einfach was Besonderes. Wir haben alle Typen am Hof. Wir haben von Mini-Bagger bis zum großen Hydraulik-Bagger, die Radlader, Mulden. Es macht einfach Spaß, mit den Maschinen jeden Tag einen Umgang zu haben. Für die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker sind mindestens ein qualifizierender Hauptschulabschluss und gute Noten in Mathematik und Physik entscheidend. In den 3,5 Lehrjahren gibt es neben wochenweisen Schulblöcken in Köln auch sehr viele praktische Aufgaben in den 35 deutschlandweiten Niederlassungen, an denen die Azubis wachsen. Wir bekommen schon ab dem ersten Lehrjahr sehr viel Verantwortung vom Chef und von den Kollegen zugetragen. Wir arbeiten sofort an Kundenmaschinen und nicht erst in der Ausbildungswerkstatt, was uns natürlich ein gutes Gefühl und auch Vertrauen gibt. Learning by doing. Ein Motto, das in der facettenreichen Ausbildung großgeschrieben wird. Die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker ist sehr breit aufgestellt. Neben den klassischen Themen wie Elektrik, Hydraulik, Motorentechnik, Antriebstechnik ist natürlich auch die Metallbearbeitung mit dabei. Mittlerweile sind Baumaschinen nicht mehr so, ich sage jetzt mal Eisenschweine, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es sind wirkliche Hightech-Produkte geworden. Die Arbeit mit dem Laptop nimmt immer mehr zu. Wo früher der reine Mechaniker gefragt war, steckt heute viel mehr hinter. Zur Fehlerbehebung muss man die Maschinen auslesen, über die 3D-Steuergeräte Bescheid wissen und den Durchblick bei der Elektrik behalten. Teamplay wird bei uns immer groß geschrieben, ne? Besonders in den Werkstätten. Die Verantwortung ist recht hoch für so eine Baumaschine. Die kostet nicht nur viel Geld, sondern da geht auch schnell mal was daneben, wenn man nicht richtig Acht gibt. Deswegen muss man sich da aufeinander verlassen können. Nicht nur die Servicetechniker untereinander, sondern auch die Azubis, die eigentlich von Tag 1 an mitarbeiten und mit irgendwie in den Alltagsprozess mit eingebaut werden. Bei der Arbeit mit großen Baumaschinen spielt Vertrauen eine sehr große Rolle. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich die Azubis untereinander gut verstehen. Also das Verhältnis hier in der Niederlassung vor allem ist für mich wie eine kleine Familie. Man ist jeden Tag mit den Gesellen, mit den anderen Azubis unterwegs. Das macht einfach Spaß, in die Arbeit zu gehen. Und vor allem auch die Azubis in seinem Lehrjahr, mit denen man ja viel Zeit in Köln verbringt. Da sind auch viele Freundschaften entstanden und man hat echt viel erlebt. Das kann ich jedem empfehlen. Ein guter Team-Spirit fördert ja auch die Leistungsfähigkeit. Und die ist wiederum für die Zukunft von Vorteil. Die Aussichten, übernommen zu werden, sind sehr, sehr gut. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen junge Fachkräfte. Am besten sind natürlich immer die, die man selbst ausgebildet hat. Die nehmen wir natürlich auch gerne. Wir möchten auch jedem Azubi die Chance geben, bei uns anzufangen. Sollte das in einzelnen Niederlassungen mal nicht möglich sein, weil da schon die Personaldecke recht hoch ist, bieten wir denen auch die Chance, die in andere Niederlassungen zu vermitteln. Die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH bietet den Einstieg in eine vielfältige und spannende Karriere im Bereich des Service für Baumaschinen. Und eins steht fest: Die Begeisterung für Baumaschinen und die Technik dahinter birgt jeden Tag neue Herausforderungen.